Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach der Freiheit und mein Name tut nichts zur Sache. Neulich geisterte ein Bild auf Twitter herum. In einer Umfrage von YouGov von 2016 kam heraus, dass in Deutschland ca. 45% der Menschen eine positive und 26% eine negative Meinung über Sozialismus haben. Und umgekehrt haben etwa 26% eine positive Meinung sowie 47% eine negative Meinung über Kapitalismus. Hierbei zählt natürlich das, was die Befragten für Sozialismus oder Kapitalismus halten. Aber was genau ist das eigentlich? Wenn man versucht herauszufinden, was eigentlich Kapitalismus oder Sozialismus ist, stößt man auf hunderte verschiedene Definitionen. Manche decken sich miteinander, manche bauen aufeinander auf, andere widersprechen sich. Das Ganze scheint unheimlich komplex und verwirrend zu sein, oder? Nein, eigentlich ist es total einfach. Das Problem ist nur, dass die bis heute bekannteste Definition von Kapitalismus und Sozialismus von Karl Marx kommt. Karl Marx gilt als der Erfinder dieser beiden Begriffsdefinitionen und seine Definitionen sind völlig schwammig. Man findet in seinen Werken keine klare und allgemeingültige, geschweige denn kurze Definition dafür, was Kapitalismus eigentlich sein soll. Sich unklar auszudrücken ist eine typische Vorgehensweise für Sozialisten, weil man dadurch hervorragend verstecken kann, was man eigentlich will. So sagen Sozialisten zum Beispiel häufig, sie sind für Gerechtigkeit. Wer will dann schon widersprechen? Es ist ja niemand gegen Gerechtigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass sich nicht viele andere kluge Wirtschaftswissenschaftler gefunden haben, die sehr wohl deutlich, klar und allgemeingültig herausgestellt haben, was Kapitalismus und Sozialismus nun eigentlich sind. Hierbei wird sich bloß nicht an Marx schwammige Definitionen gehalten, sondern es wird herauskristallisiert, worauf Marx Vorstellungen eigentlich hinauslaufen. Und das ist das Folgende. Man spricht von Kapitalismus, wenn die Produktionsmittel im Privateigentum sind. Man spricht von Sozialismus, wenn die Produktionsmittel verstaatlicht sind. Produktionsmittel sind eigentlich alles, was man benötigt, um ein Gut herzustellen. Ich müsste jetzt eigentlich auch noch erklären, was ein Gut ist, aber ich halte ja hier keinen Vortrag über die Grundzüge der Wirtschaftstheorie auf Universitätsniveau. Nun, damit wäre die Frage doch eigentlich schon geklärt, oder? Wenn die Produktionsmittel mir gehören, lebe ich im Kapitalismus. Wenn die Produktionsmittel allen gehören, dann leben wir im Sozialismus. Natürlich kann ich über mein Eigentum im weitesten Sinne frei verfügen, wenn man mal davon absieht, dass ich für jeden Artikel Steuern zahlen muss. Steuern sind taub. Aber gehören meine Produktionsmittel denn wirklich mir? Im Grundgesetz Artikel 14 Absatz 2 steht, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Herrlich schwammiges Gesetz. Wer bestimmt, was das Wohl der Allgemeinheit ist? Gibt es sowas überhaupt? Gemeinwohl ist genauso wie Gerechtigkeit ein Wort, das keine allgemeingültige Definition hat, sondern das jeder anders interpretiert. Wie auch immer. Wie jeder vermutlich sofort erkannt hat, sind beide Extreme in der Realität so nicht vorhanden. Es gibt nirgendwo einen 100% Kapitalismus, auch nicht in den Vereinigten Staaten, und auch nirgendwo einen 100% Sozialismus, auch nicht in Nordkorea. Also scheint sich wohl jeder Staat in einer gewissen Mischform aus Kapitalismus und Sozialismus zu befinden. Das nennt man dann für gewöhnlich Korporatismus oder Interventionismus, wenn der Staat in die Wirtschaft und damit in das Privateigentum eingreift. Um nun also herauszufinden, wie kapitalistisch oder sozialistisch ein Land ist, muss man Daten erheben und Untersuchungen anstellen. Dabei ist es bei der zugrunde liegenden Definition, dass Sozialismus die Verstaatlichung der Produktionsmittel ist, logischerweise nicht gerade zielführend, wenn man ein staatliches Institut solche Untersuchungen durchführen lässt. Also braucht man unabhängige Institute, die sich zum Beispiel durch Spenden finanzieren. Leben wir in Deutschland im Kapitalismus? Ist China sozialistisch? Zumindest die Vereinigten Staaten von Amerika müssen doch wohl kapitalistisch sein. Was ist mit Venezuela? Ist Russland seit dem Fall der Mauer jetzt kapitalistisch? Ein Institut, das solchen Fragen nachgeht, ist zum Beispiel das Fraser-Institut in Kanada. Das bildet im sogenannten wirtschaftlichen Freiheitsindex auf einer Skala von 1 bis 10 ab, wie kapitalistisch, das wäre 10, oder sozialistisch ein Land, das wäre dann 1, ist. Auf ihrer Internetseite wird das wie folgt beschrieben.
Der im Economic Freedom of the World veröffentlichte Index misst den Grad, in dem die Politik und die Institutionen der Länder die wirtschaftliche Freiheit unterstützen. Die Eckpfeiler der wirtschaftlichen Freiheit sind die persönliche Wahlfreiheit, der freiwillige Austausch, die Markteintritts- und Konkurrenzbarrieren sowie die Sicherheit des Individuums und des Privateigentums. Der Grad der wirtschaftlichen Freiheit wird in 5 großen Bereichen gemessen. Bereich 1, die Größe des Staates. Bereich 2, das Rechtssystem und Eigentumsrechte. Bereich 3, gesundes Geld. Bereich 4, Freiheit des internationalen Handels. Und Bereich 5, die Regulierung. Es geht mir jetzt weniger darum, Deutschland international zu vergleichen oder zu erkennen, was genau gut und was genau schlecht läuft, sondern darum, dass man sich im Klaren sein sollte, was man tatsächlich meint, wenn man von Kapitalismus und von Sozialismus spricht. Menschen, die glauben, Sozialismus zu befürworten, sind sich sehr häufig gar nicht der Tatsache bewusst, dass das die Verstaatlichung des Privateigentums bedeutet. Das bekommt man auf einer staatlichen Schule so auch gar nicht beigebracht. Was man in den sozialistischen Indoktrinationsanstalten sehr wohl beigebracht bekommt, das ist, dass auf kurze Amtszeit begrenzte politische Verwalter des öffentlichen Eigentums angeblich ein hohes Interesse daran hätten, mit diesem Eigentum auch schonend und nachhaltig umzugehen und nicht innerhalb ihrer Amtszeit so schnell wie möglich alles aus den verstaatlichten Produktionsmitteln herauszuholen. Dann wird behauptet, Kapitalismus sei Gier, weil der Kapitalist ja bloß sein Privateigentum vermehren möchte, als wenn der Sozialist das nicht wollte. Der will ja nur Gerechtigkeit und was genau damit gemeint ist, das verschleiert man lieber. Daraus folgt dann, dass Sozialisten meistens dem Kapitalismus, also den Menschen, die mit ihrem Privateigentum Handel betreiben, in die Schuhe schieben, was tatsächlich Sozialisten verbockt haben, während die meisten Menschen überhaupt nicht mehr durchblicken, was bei diesen widersprüchlich klingenden Begriffsdefinitionen jetzt eigentlich stimmt und was nicht, und am Ende nur zu dem Schluss kommen, dass sie scheiße finden, wie es im Moment gerade läuft. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Sozialisten können häufig auf charismatische Weise mit dem Finger auf Probleme zeigen und dann fantasievoll Gründe dafür finden, wieso es mehr Staat braucht, während Kapitalisten völlig entsetzt versuchen, dem Otto Normalverbraucher zu verdeutlichen, in wie viele Bereiche unseres Lebens der Staat bereits eingreift. Stellen wir einmal Deutschland vor diesen Hintergrund und betrachten es mit kapitalistischen Augen. Wir erkennen ein Land mit einem staatlichen, sprich sozialistischen Rentensystem, mit einem staatlichen Gesundheitssystem, einem staatlichen Bildungswesen, mit staatlich und gewerkschaftlich gefesselten Arbeitsmärkten, einem konfiskatorischen Steuersystem, einer Staatsquote am Sozialprodukt von 50%, mit einem erheblich regulierten Agrarsektor und einer in ein kompliziertes Geflecht zwischen Markt und Staat eingebundenen Energiewirtschaft mit mindestens 100.000 Betrieben in kommunalem Eigentum, ein Camouflagewort für Verstaatlichung, und einem staatlichen Papiergeldmonopol, ja sogar mit einem Staatsfernsehen samt Zwangsgebühren. Wir erkennen ein Land, in dem fast 40% der Bevölkerung ganz oder überwiegend von Staatsleistungen lebt und in welchem das gesamte Leben der Bürger von staatlichen Regelungen überwuchert ist. Wer diesen 80% Sozialismus als Kapitalismus bezeichnet, muss mit ideologischer Blindheit geschlagen sein. Und wer gar von Turbo- oder Raubtierkapitalismus redet, den muss der Verstand ganz verlassen haben oder die panische Angst vor dem Machtverlust zu verbalen Weiztänzen getrieben haben. Wenn man also kapitalistische oder marktwirtschaftliche Ansichten vertritt, bedeutet das auf gut Deutsch nichts anderes, als dass man seine eigenen Sachen behalten will. Wenn man dem Staat gar nicht einmal nach dem eigenen Tod, die theoretische Möglichkeit einräumen will, dass Privateigentum in staatlichen Besitz übergeht, dann spricht man von marktradikal. Genau, marktradikal, wobei marktradikal eben auch nicht stimmt, weil wenn man wirklich marktradikal sein will, dann müsste man die Erbschaftssteuer auf 100% setzen. Ne? Wurdest du mal von einer radioaktiven Spinne gebissen oder bist in Atommüll gefallen oder so? Natürlich muss man sich als marktradikal-libertärer auch gegen politisch Rechte wehren, die gewisse Verstaatlichung der Produktionsmittel auf nationalstaatlicher Ebene anstreben. Aber Linke werden in der Regel versuchen, einen in die rechte Ecke zu drängen, was allerdings höchstens auf einem politischen Kompass funktioniert.
Ist es das, was Sie haben wollten? Ja. Habe ich noch nie gesehen, diese Sachen. Was ist das? Das ist Hetze. Und was macht es? Ich verbreite rechte Hetze im Internet. Verstehe. Zusammengefasst bleibt zu sagen, es geht nicht Weiße gegen Schwarze, Homos gegen Heterosexuelle, Männer gegen Frauen, Proletariat gegen Bourgeoisie oder Arme gegen Reiche, sondern es geht der Staat gegen dich. Und wenn du das nicht glaubst, dann gewinnt er.